Ja, der Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. hat sehr viel mit der Energiewende zu tun. Sie sehen selber, wir sind gezwungen, sozusagen die großen Kraftwerke, sprich Atomkraftwerke, in Teilen abzustellen und quasi die Energie aus einem Energiemix zu besorgen. Um dies zu gewährleisten, gibt es sogenannte virtuelle Kraftwerke. Diese werden digital gesteuert und sind dadurch natürlich sehr anfällig, auch in Teilen, gerade was den Kontext Cybersicherheit angeht. Und deshalb ist der Cybersicherheitsrat auch explizit darauf abgestellt, diese kritische Infrastruktur, also eine Infrastruktur, die quasi unser gesellschaftliches Leben letztendlich stützt, zu sichern. Und das wird nur funktionieren, wenn diese virtuellen Systeme untereinander funktionieren, ohne durch Schadmails oder Cyberattacken beeinträchtigt zu werden. Da gibt es eine Vielfalt von Maßnahmen. Am Anfang, Sie müssen sich vorstellen, wir haben in Deutschland ungefähr 1000 lokale Energieversorger und große Energieversorger. Und es wird erstmal im ersten Schritt darum gehen, zu sensibilisieren, Gefahren zu identifizieren und gleichzeitig Maßnahmen zu entwickeln, wie man diese Gefahren letztendlich kompensieren kann. Und dort ist Punkt 1, dass man wirklich auch auf den Entscheiderebenen für dieses Thema sensibilisiert und dann auch geeignete Maßnahmen ableiten kann. Eine konkrete Gefahr könnte zum Beispiel sein, dass man über die sogenannten Smart Meter, wie wir sie auch im Hintergrund sehen, sozusagen sich in ein lokales Netz einspeist als Attackierer und dadurch sozusagen immer weitere Netze infiziert und damit beispielsweise wichtige Steuerungssysteme lahmlegt. Also sprich, es kommt kein Strom mehr aus der Steckdose, es fließt kein Wasser. Als Beispiele, die wir alle verstehen können, wo wir ganz schnell nach wenigen Stunden, gerade bei breiten Bevölkerungsschichten, in sehr, sehr große Schwierigkeiten kommen würden. Ein Unternehmen kann sich in erster Linie dadurch schützen, dass man eine Art Bestandsanalyse macht, dass man überhaupt schaut, was haben wir für Systeme, wie sind diese geschützt. Das bedarf einer sehr, ich sag jetzt mal, ausgiebigen Prüfung, die man mit Experten zusammen vollziehen würde, zusammen mit den Betreibern der einzelnen Einrichtungen, um zu gucken, wie sieht überhaupt der Sicherheitsstandard momentan aus. Und der kann sehr auseinandergehen, da gibt es Betreiber, die dort sehr weit sind und andere, die auch bedingt durch Unwissenheit, gerade im Bereich auf der Fachebene, dort auch noch starke Defizite haben. Und da ist natürlich auch gerade die Bundesregierung sehr stark gefordert und auch natürlich die einzelnen Landesregierungen, um dieses Thema viel stärker zu sekundieren, um dort auch adäquat Hilfemaßnahmen zu leisten. Weil das werden diese Betreiber, die teilweise sehr kleine Größen haben, alleine so nicht stemmen können. Dies wird in erster Linie wirklich, wie ich auch eben schon sagte, Aufklärung und Sensibilisierung sein. Und das muss natürlich auf der lokalen Ebene stattfinden, mit den Gesellschaftern zusammen. Also sprich, die Städte, die Stadtwerke, die kleinen Energieversorger. Dort müssen Entscheider und Fachebenen zusammengebracht werden mit Experten, mit Know-how-Trägern, die zusammen mit den Betreibern diese Probleme dann zusammen lösen, um dort auch Hilfestellung zu leisten. Weil das wird nicht vom Staat leistbar sein. Das ist ja auch ein großes Thema, was wir gerade haben im Kontext des IT-Sicherheitsgesetzes, wo der nächste Entwurf bevorsteht, wo der Staat sozusagen eine Meldepflicht von Cyberattacken fordert und wo wir sagen, das ist ein Schritt, der viel zu weit geht. Wir müssen viel früher anfangen. Wir müssen letztendlich Gefahren erkennen, diese dann gemeinsam identifizieren und anonymisiert dann Hilfestellung direkt dem Betreiber vor Ort zu geben. Weil teilweise ist das Know-how auch gerade bei den Betreibern nur bedingt verfügbar, überhaupt eine Analyse dieser Angriffe vorzunehmen.